Ich habe nicht besonders viel Lebenserfahrung. Aber ein ganz gutes Bauchgefühl. Das unterscheidet auch gar nicht zwischen Ölaugen und Brillenschlangen. Sondern nur zwischen Arschloch und kein Arschloch. Und Sie gehören mit Sicherheit in die erste Kategorie. Schönen Tag noch. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Willkommen hier im Studio Kate. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Jetzt war ich kurz irritiert. Ich habe im Studio Kate. Ah nee, wir sind nicht im Studio Kate. Im Studio Chris. Hallo, hallo Chris. Hallo Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Erik. Ja, genau, ich bin's. Ich grüße euch alle. Ich grüße die Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt vor euren Radiogeräten hier zum Sonntagabend. Und es ist wie früher, wenn man die Charts aufgenommen hat auf Kassette, weißt du, sitzen jetzt alle draußen und mit der Kassette und nehmen uns auf hier. Darf ich da gleich sogar einhaken, was hake was ein. Das ist nicht so schön. Ist wirklich nicht so schön. Ich hatte letztens, als ich da viel Auto gefahren bin und so, hatte ich mal wieder eine Eingebung, und zwar gab es früher ja den Süddeutschen Rundfunk, also den SDR, ja. Und da gab es die wilden 20, das waren so die Charts, so die SDR3-Charts. Also, das war immer das Intro, war immer, hello boys and girls, hier sind die wilden 20. Ah! Und dann kam ganz arg oft am Mikrofon Thomas Schmidt, guten Abend. Und eben dieser Thomas Schmidt ist diese Woche gestorben, das stimmt. Überraschend. Ja. Habe ich auch gelesen, ne? Sehr traurig, weil der hat mich in meiner Jugendzeit wirklich da begleitet beim SDR und beim Radio hören. Und war immer auch so ein bisschen von seiner Art her für mich, als ich ja selber dann auch beim Radio war, beim Hochschulradio damals, war es immer so ein Stück weit auch mit ein Vorbild. Deswegen kurz dieser Nachruf. Ich finde es sehr traurig, eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil ich ihn einfach auch jetzt bis zum Schluss beim SWR1, wo er dann hingewechselt ist, auch noch sehr gerne gehört habe. Aber ja, so also ist es. Aus Kindheitserinnerung kannte ich den natürlich nicht, aber später dann auf jeden Fall. Ich habe damals immer Bayern 3 haben wir reingekriegt bei uns. Da war sogar Thomas Gottschalk, hatte da eine Radiosendung. Und da waren wir, glaube ich, Freitagabend war die Hitparade. Und dann haben sie bei uns noch irgendwie Rias Berlin irgendwie reingefunkt. Mit dem alten Ami Rick the Liar. Oh. Ja, die haben uns doch da mit Funkwellen penetriert, ja, damit wir auch zur guten Seite der Macht rüber wechseln. Ja. Jawohl. Wobei, für ein SWR ist es schon ein hartes Jahr eigentlich, ne? Weil Stefanie Tücking ist ja jetzt auch erst gestorben dieses Jahr. Mit der verbinde ich ja noch mehr. Nee, letztes Jahr. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Das ist ein Jahr her. Schon. Formel 1. Das war 2018. Aber. Ja, genau. Formel 1. Ingolf Lück hat das ja auch mal gemacht, ne? Ja, und der SWR verliert gerade jedes Jahr so einen richtig, richtig guten. Das heißt Nachwuchs, Chris. Da wird Nachwuchs gesucht. Die Zeiten sind bei mir vorbei, definitiv. Definitiv. Meinst du? Ja. Ja. Na, jetzt nochmal einsteigen hier. So eine Nachtsendung. Obwohl die Nachtsendung macht Ben Sträubel. Liebe Grüße, falls er uns hört. Den kenne ich ja auch, den Ben. Der also wurde in Stuttgart. Live-Radio ist schon was. Ich habe ja auch mal bei so einem Online-Radio gemacht, also eine Live-Sendung, wo du wirklich live auch im Chat irgendwie Sachen bekommst von Leuten, wenn du über irgendwelche Themen erzählst und so. Das hat schon irgendwas. Also das finde ich schon... Ja, klar. Es ist bloß schade, dass diese ganzen privaten Shoutcast-Live-Radios, dass die so kostenmäßig oder so abgezogen werden hier von GEMA und sonst was allen. Die müssen ja das volle Programm bezahlen, wie so ein richtiger Radiosender. Deswegen, dadurch, dass du ja eigentlich so gut wie keine Einkünfte hast, wenn du da so einen Radiosender hast, das eher so hobbymäßig machst, gehen die halt irgendwie regelmäßig dann wieder krachen, ne? Ja, klar. Ist halt immer okay, schade. Aber darum geht es ja heute hier. Aber nicht. Wir haben das nachher noch Musiktipp für euch. Hier, genau, DJ Chris und DJ Kate und DJ Erik. Nee, DJ heißt das ja. DJ Kate. DJ Erik. DJ Kate und DJ Erik, MC Erik. Wir haben dann nachher einen Musiktipp wieder für euch. Und jetzt fangen wir aber erstmal mit den Filmen an, die wir gesehen hatten. Wir hatten nämlich in der Sneak Preview der vergangenen Woche den Film Der letzte Bulle. Und darauf hatte irgendwie so gut wie keiner getippt. Ich auch nicht, obwohl ich eigentlich so ziemlich alles getippt habe, was irgendwie kommen könnte und passen könnte. Der letzte Bulle basiert auf einer Sat.1-Fernsehserie mit Henning Baum. Und ich habe tatsächlich bei der Serie, ich glaube so die erste Staffel, habe ich fast komplett geguckt gehabt damals, weil mich das so thematisch so ein bisschen interessiert hatte. In der Staffel war es dann auch irgendwie so, dass so ein
jemand, so ein Polizist aus den 80ern irgendwie nach längerer Zeit wieder zurückkommt in den Polizeibetrieb und dann feststellen muss, dass die ganzen Prozedere... Polizeibetrieb klingt wie so der elterliche Schlachtbetrieb. Ich meine jetzt so die Polizei, in dieses Polizeigewerk da wieder oder in Polizei, ja, in den Polizeibetrieb, ja, in den Dienstbetrieb, genau. In den Dienstalltag Dienst. Wieder zurück. Er kehrt zurück in den Dienst. Ja. Und das hat halt so ein bisschen was von Demolition Man, wo halt auch irgendwie so Sylvester Stallone lange eingefroren ist als Polizist und wiederkommt und so. Und das hat mir thematisch schon mal sehr gut gefallen, weil wenn dann so dieser Kulturclash, wenn die so die Kultur und diese Schimanski-Attitüde auf diese sachliche so Knöllchen-Verteil-Attitüde trifft und so. Und da hatte ich damals die Serie geschaut gehabt, aber es hat sich dann irgendwie verlaufen, weil der große Gag war ja halt, wenn er wieder neu zurückkommt und dann wirklich gegen diese Türen rennt. Das war halt dann in der Serie, irgendwann war es ein bisschen ausgelutscht, da so die Art und Weise, deswegen habe ich nicht weitergeguckt. Aber es gibt offensichtlich einen Film, gemacht von Peter Thorwart, und spätestens als ich das auf der Leinwand gelesen habe, habe ich gewusst, okay, das hat jetzt schon mal eine gewisse Qualität. Also hier kann man das wird jetzt kein Totalausfall sein und es wird eigentlich dieselbe, ich nenne es mal Origin-Story erzählt von Henning Baum alias Mick Briscoe, der ja irgendwann in den 80ern mal so einem Drogenhändler auf der Schliche ist und wird dann, ja, hat eigentlich schon alle möglichen einkassiert und dann taucht aber plötzlich noch jemand aus dem Dunkel auf, der eine Pistole abfeuert und schießt ihm genauso seitlich irgendwie in den Kopf, fast so ähnlich wie das bei Kill Bill damals war, wo ja die Uma Thurman auch dann überlebt hatte. Und so ist es hier auch, also er überlebt, aber fällt halt ins Koma. Und gerade kurz vorher hatte ihm seine Freundin eröffnet, dass sie schwanger ist auch und so, und die planen dann schon alles Mögliche und dann passiert das natürlich und er liegt Moment, er war auf dem Weg ins Krankenhaus mit ihr. Ah, so war es, eröffnet. Genau, die war schon auf dem Weg ins Krankenhaus, das ist nämlich das ganze Intro hier, und dann feiern sie nämlich abends hier, dass er Papa geworden ist von der Tochter, das ist wichtig. Ja, stimmt, und dann wichtig. Muss er ausrücken, jawohl, gut, dass du eingegrätscht hast, dann muss er ausrücken, fällt halt ins Koma und ja, dann ist natürlich so, die Welt dreht sich natürlich weiter, auch wenn er da im Koma ist. Und ich meine, seine Freundin, die hat ihn zwar sehr gern, aber die orientiert sich dann auch irgendwann mal um. Das muss er alles erfahren, als er nämlich nach 25 Jahren aus dem Koma wieder aufwacht. Und die Original-Fernsehserie Der letzte Bulle, die ist, glaube ich, ungefähr 10 Jahre her. Und so gefühlt war das dann auch so, dass er natürlich dann in der Jetztzeit aufgewacht ist. Wobei natürlich die jetzige Jetztzeit ist natürlich dann wieder ein bisschen anders als das, wo er damals in der Serie aufgewacht ist. Ne? Weil jetzt ist ja auch wieder weitergegangen mit Smartphones und allem. Es sind doch genau 25 Jahre oder sowas, dachte ich. Ja, aber er kommt ja in das Jetzt. Ja, und deswegen 25 Jahre zurück. Das passt doch. Genau, und aber in der Serie war ja auch 25 Jahre zurück, aber von 2009 25 Jahre zurück. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Jetzt kommt er halt in eine Welt mit Smartphones und man sieht dann halt am Anfang, also aus dem Krankenhaus rauskommt, diese ganze Bilderflut, das überwältigt ihn alles so sehr. Überall flackert's und flimmert's und da kann ich mich erinnern, das war in der Fernsehserie jetzt nicht ganz so dramatisch damals, aber das hat sich natürlich auch alles weiterentwickelt und hier wird's natürlich von Peter Thorwart für den Film halt auch komprimiert, da wo sich die Serie mehr Zeit lassen konnte. Und ja, er kommt dann zurück und schlägt natürlich auch erstmal bei seinem alten Kumpel auf, gespielt von Ralf Möller, der ein Fitnessstudio betreibt. So, ja, komm mal erstmal rein hier, ne? Ja, komm, lass mal hier. Trink mal hier ein bisschen hier von dem Eiweiß hier. Eiweiß. Lass ich selber mixen hier in Brasilien. Importiere ich selbst. Ist ja nicht zugelassen in Deutschland, ne? Weißt du? Komm. Mit dem Trichter oder erstmal befüllt, ne? Dann wird wieder aufgepäppelt, weil der lag ja natürlich 25 Jahre, also wesentlich länger als Uma Thurman damals bei Kill Bill lag und dann auch Probleme hatte mit dem Laufen und so. Und es sind auch total witzige Szenen dann, wenn er dann irgendwie so halb im Delirium und mit Rollstuhl irgendwie da durch die Stadt, bis er dann dort ankommt. Und die Stadt ist übrigens Essen, ja. Also auch nicht gerade, ich will jetzt den Essen noch nicht zu nahe treten, aber jetzt nicht gerade eine Stadt, die von
von Sehenswürdigkeiten und schöner Architektur nur so strotzt, sondern das sind halt wirklich eher so Hinterhöfe und so Bergwerksgebäude und irgendwie da was mit Hütten, hier mit Eisenhütten irgendwie zusammenhängen, also viel so Industriebauten und. Erik, du weißt doch, was Gott sagte, als er das Ruhrgebiet erschuf. Hm? Essen ist fertig. Ach so. Mic Drop. Bam. Ja, bam. Besser wird's heute nicht, lieber Hörer. Kate hat den Chat verlassen. Jedenfalls haben wir ja gerade mal am Anfang erzählt. Also Ralf Möller peppelt ihn dann wieder auf. Kann er ja. Ne? So, lass mal trainieren. Ja, komm. Lass mal Gewicht hier draufpacken. Ja. Und so, dass er dann wieder fit wird. Und er will sich dann natürlich auch mal irgendwie gucken, wo denn seine Freundin abgeblieben ist. Und muss dann halt feststellen, dass die sich schon anderweitig orientiert hat. Und hat da so ein, ja, ich glaube in Neudeutsch würde man sagen, einen ziemlichen Lauch sich da geangelt. Und und das macht ihn natürlich noch mehr fertig, dass er nun so als übelster Macho-Typ, der ausgerechnet da dass jedenfalls seine zweite Agenda, die er hat, ist eben irgendwie rauszufinden, wer damals auf ihn geschossen hat, wer ihm diese, ja, sein Leben quasi genommen hat, weil er natürlich seine Frau jetzt weg ist und deswegen begibt er sich dann in sein Polizeirevier und sagt ja, na hey, ich bin ja Polizist, also ich bin ja, ich war ja nur mal kurz weg, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt kein Polizist mehr bin, ich habe ja nie offiziell gekündigt oder bin rausgeworfen worden, ne? Und so müssen sie ihn dann doch wieder in den Dienst aufnehmen. Was? Nachdem er Tests machen muss. Ja, er muss diverse Tests vollführen. Und wie besteht er die? Ja, sehr, sehr gut besteht, ja. Ausgezeichnet. Mit Bravour. Ja, genau. So war nämlich auch der Sneak-Tipp, lieber Erik. Geht aber auch sehr ins Detail. Da muss man den Film wirklich gesehen haben. Also, Ralf Möller hat da ganze Arbeit geleistet. Hat sich freuen, dass hier, hat alles geklappt hier. Und du redest wie Inge Meisel. Ich Inge Meisel? Ja, das ist das Gefühl, das war eine ganz lange Sendung. Hat ihn nicht ein bisschen höher gesprochen? Na egal. Und er macht sich dann halt jedenfalls auf den, begibt sich erstmal in Recherche, also in die Unterwelt und versucht da herauszufinden und kreuzt dann natürlich auch ein paar Wege von anderen und und was eigentlich jetzt irgendwie so ein bisschen vielleicht dröge klingt, wenn jemand irgendwie diese Sat.1-Serie in Erinnerung hat, der Film ist wirklich um Längen besser, weil er auch wirklich sehr komprimiert ist und Peter Torwart hat so ein unglaubliches Gespür für solche Geschichten, die so im Pott spielen, die Charaktere, die dort auftreten, bis hin zum Bütchen an der Ecke, bis hin zur Kneipe an der Ecke. Also das ist wirklich, ich fand das ein absoluter Hammer. Der Soundtrack ist voll geil und ich hatte schon ein bisschen Bedenken, als es angefangen hat, aber als Peter Torwart da stand, dachte ich schon, okay, es wird schon irgendwie ein bisschen gut, wird es schon sein, aber das mich so überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ein bisschen gut. Ja, naja, man weiß ja, ein gewisses Grundvertrauen ist bei Peter Torwart da. Achso, für alle, die jetzt gerade nicht wissen, wovon ich rede, Peter Torwart hat solche Filme gemacht wie Was nicht passt, wird passend gemacht oder Bang, Boom, Bang, ein todsicheres Ding. Goldene Zeiten war dann irgendwie so der dritte Teil von dieser Trilogie, der aber nicht mehr ganz so gut war, aber ja, auf jeden Fall Nicht mein Tag hat er auch gemacht, der war ja ganz nett, deswegen sag ich ja, gewisses Grundvertrauen war da, aber ich glaube, du hattest auch eine Menge Spaß, wenn ich es so richtig mitbekommen habe. Also, ja, ich musste anders anfangen, weil ich wusste ja auch bis Montagabend wie immer mal wieder nicht, was kommt und hab dann mitbekommen, es kommt Der letzte Bulle und ich so, Alter, nicht euer Ernst, hey. Jetzt haben wir den Oktober relativ richtig, richtig gute Filme streckenweise gehabt, also brutalst gute Filme. Und jetzt kommen die mit sowas um die Ecke. Ich so, okay, das wird wahrscheinlich dann etwas spannend mal werden. Und hab noch zu dir, habe ich noch gesagt, mal abwarten, was da passiert. Du hast schon so eine Wellenbewegung mit der Hand gemacht, so. Ja. Da dachte ich schon, oje. Naja, weil ich dachte das eben auch. Und dann fängt der Film an und ich habe gedacht, okay, jetzt lassen wir uns mal drauf ein. Und ganz am Anfang ist Chris Tall auch noch zu sehen. Ja, stimmt. Wo ich auch schon gedacht habe, okay, in welche Richtung geht das hier jetzt überhaupt, so ganz prinzipiell. Aber dann hat der Film sich so entwickelt und der einfach, er hatte mich relativ früh schon mit seiner wirklich
relativ skurrilen Art von Humor. Das kann man nicht anders sagen. Und dann, dass das, was ich so schön fand, ist, dass nicht episch in die Länge gezogen wird, wie er wieder in die Jetzt-Welt ankommt. Und das tat dem Film unglaublich gut, sondern das war ein richtiger Ritt nach da richtig mal durch, so pam, 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 pam. Und jetzt haben wir es hier und jetzt gucken wir mal, was das hier läuft. Und das war super. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Und dementsprechend muss ich wirklich sagen, ja, ich hatte Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Mehr Spaß als erwartet sogar. Ja, ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Und ich rechne dem Film eine bestimmte Szene, du kannst dir bestimmt denken, was ich meine, sehr, sehr hoch an, die ich wirklich gefeiert habe, wo auch das ganze Kino applaudiert hat. Das Kino hat mehrfach applaudiert, ja. Also ja. Wann hat man das schon mal? Außer wenn jetzt ein Film war, der richtig scheiße war, aber hier so im positiven Sinne. Ich wollte gerade sagen, so bei den Trash. Ja, so bei Midsommar oder so. Aber hier bei so positiven, also die wirklich ja, so, einfach so gut das war sind, so Szenenapplaus. Applaudiert aus ja. Begeisterung, ja. Ja, so also Szenenapplaus, so, ey. Wann hat man das letzte Mal? Also das ist halt gerade so ein, wenn das so ein, ich habe es ja auch als Überraschungshit tituliert bei mir. Es war wirklich ein Überraschungshit. Man hat eigentlich gedacht, oh Gott, was kommt da jetzt und so. Na, mal gucken. Und dann wirklich so aberwitzige Autoverfolgungsjagd am Anfang, so mit so einer alten Karre da irgendwie so im 80er-Jahres-Stil und dann irgendwie in dem Bütchen da mit Kristall und mit den anderen da. Und dann Sprung 25 Jahre später, also die Kristallrolle hat dann halt jemand anders. Und vor allem Peter Torwart hat ja auch wieder ein paar von seinen Schützlingen aus anderen Filmen wieder mit untergebracht, ne, so in Nebenrollen. Ach, das fand ich so großartig. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Film. Ich wäre ja meistens am Tag danach auf Arbeit gefragt, und was kam? Und meistens dann so, ja, das und das kam, erzähl da ein bisschen was. Und ich habe dann meistens erstmal so gesagt, ja, der letzte Bulle. Also, wirklich? Was? Hab ich gesagt, ja, war aber echt gut und so. Ja, und habe dann halt ein bisschen Berichte davon. Was ich halt auch schön finde, dass Henning Baum das jetzt auch wieder spielt. Und ich glaube, das ist auch, also das ist auch so die Rolle, die wirklich, ich weiß nicht, die wirklich so haargenau auf ihn passt. So wie Robert Downey Jr. und Iron Man. Ich kann mir keinen anderen Iron Man vorstellen. Und genauso kann ich mir keinen anderen Schauspieler in dieser Rolle vorstellen. Von diesem ja. letzten Bullen, diese letzte Schimanski. Aber was ich halt auch schön finde, im Gegensatz zu der Serie, da waren halt doch teilweise auch so Sachen drin, wo du sagst, okay, Schimanski hätte das gesagt und er sagt das halt auch. Aber er hier im Film findet immer noch so ein bisschen, naja, das ist jetzt nicht ganz so irgendwie so frauenfeindlich, wie es teilweise war in den 80ern und so. Also er schlägt schon einen neuen Weg ein, der aber auch nicht so dem politischen Mainstream entspricht, aber wirklich ein Weg, wo man sagt, ja, das passt, der Typ ist cool drauf, der ist echt. Ne? Also, das, ja, jetzt schon irgendwie. Also wie auch mit Frauen umgeht und so, weil seine neue Chefin, die ist halt eine Schwarze, ja, und so. Und aber wie er damit auch umgeht und so. Bei der bestellt er doch am Anfang noch Kaffee. Ja, genau. Und, aber dann, wo er es erkennt. Oh, die Polizei. Ja, weil, oh, die Polizei hat sich aber echt gewandelt, bla bla bla. Ja, ich nehme meinen Kaffee, ist schwarz. aber das ist halt so politisch auch so völlig daneben, aber jetzt nicht auf diese Art, wo man sagt, hey, Leute, braucht man nicht, muss echt nicht sein. Sondern es war in Ordnung, fand ich jetzt. Also man sollte niemals Rassismus oder Sexismus schönreden, um Gottes Willen. Aber das war in dem Fall was irgendwie, ja. Ja, und da waren halt in der Serie waren halt auch Sachen drin, wo man so, oh, das war jetzt ein bisschen daneben oder so. Weil das sind natürlich andere Schreiber gewesen von der Serie, wie hier von dem Film. Die haben halt dann immer mal irgendwelche ja, Sachen reingebracht, wo man dachte, also gerade, ich glaube, der letzte Bulle läuft doch auf irgendeinem hinteren Programm da auf der Fernbedienung irgendwo, hatte ich das jetzt mal wieder gesehen, da habe ich jetzt letzte Woche mal reingeschaut, dachte ich, oh, okay, das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so, manche Sachen. Und da fand ich es halt echt gut, ist wirklich fast ein Reboot, ja, Origin Story. voll geil, also einen Spaß gehabt, aber ich glaube auch das ganze Kino, oder? Hast du noch einen Blick hier auf die Wertung, was die anderen so? Oh, natürlich habe ich einen Blick auf, was ist das denn für eine Frage? Also du unterstellst mir, dass ich nicht vorbereitet bin und du merkst, dass ich die Zeit überspiele, um auf die Seite zu wechseln. Minimum 6 Punkte bisher, zwischen 6 und 10 alles dabei. Aha, wer hat nie wieder 6 gegeben? Die Stefanie? Nee,
nee, nicht, okay. Alles fein. Schon gebrandmarkt hier. Nee, also er liegt ja echt im vorderen Bereich. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das war für den. Deswegen steht auch dran zum Abschluss des goldenen Oktobers. Also der Oktober kann sich wirklich sehen lassen. Es kam auch schon die Frage vom Martin hier. Kann man den verstehen, ohne die Serie gesehen zu haben? Haben alle geantwortet. Weil ich habe nämlich gesehen, bei Martin, muss ich mal leider ein bisschen Werbung machen, aber es ist weit genug weg, dass wir hier keine Besucherzahlen nennenswert abziehen. Bei Martin in den Light Cinemas in Halle, die haben ein Event, da zeigen sie den Film Der letzte Bulle in Anwesenheit vom Hauptdarsteller und Regisseur und so. Ja, die kommen alle dahin. Kann ja der Martin nochmal als Kommentar drunter schreiben, wann das war. Es flog nur irgendwie mal bei mir Facebook irgendwo vorbei. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ja, vielleicht machen sie auch mal was in Stuttgart. Mal gucken. Das wäre cool. Ja, also von mir kriegt der Film definitiv auch 8 Punkte. Da ja, hat so einen Spaß gemacht. Voll bei dir. Ja, okay. Definitiv. Cool. Und die Kate ärgert sich jetzt. Ah, die beißt schon die ganze Zeit in die Faust hier, dass es nicht gesehen hat. Ich glaube, die ist froh, dass es nicht ertragen muss. Was? Ja, der war gut. Hat Männlein wie Weiblein sehr gut gefallen, der Film, glaube ich. Der hatte auch ein, wie sagt man das korrekt, ein sehr großes Gemächt. Das wird auch mehrfach angespielt im Film. Ah ja. Nun denn. So, wie sieht denn der Sneak-Tipp für morgen aus, der Hinweis? Der Sneak-Tipp, der ist relativ kurz diesmal. Das war dann die Sneak 1025. Und der Tipp ist ab aufs College. Und schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, zwei haben getippt und beide tippen das gleiche und zwar Booksmart. Ja, das haben wir ja schon jede Woche jetzt getippt. Irgendwann muss es ja mal kommen. Ja, aber das könnte tatsächlich endlich mal passen. Das hat bis jetzt jedes Mal gepasst auf die Tipps. Ich habe den Trailer gesehen inzwischen. Ich fand ihn sehr witzig. Ja, das passt halt, weil die bereiten sich quasi so ein bisschen, die sind auf dem letzten Jahr der Highschool, bereiten sich aufs College vor. Und das könnte natürlich passen. Na, wir lassen uns überraschen. Morgen in der Sneak Preview in Stuttgart. Wenn ihr auch kommen wollt, 21 Uhr, Innenstadtkinos, Metropol. Oh cool, ich komme gerne. Es gibt noch Restkarten, glaube ich. Ja. Ganz knapp, aber wenige Restkarten. Aber. Chris, du hast noch einen Film gesehen, sehe ich hier. Das weiß ich ja auch. Ich habe einen Film gesehen. Da war ich ein bisschen überrascht, dass du da in den Film gegangen bist. Ja, das war, also... Es ist auch ein bisschen eurer Reaktion geschuldet. Erzähl auch mal vielleicht ein bisschen was noch zum Kino dort und so, das ist auch mal interessant. Ich hole ja schon Luft für außenrum. Und zwar war ich letzte Woche eine Nacht in Wolfsburg. Ich habe kein neues Auto abgeholt, ich habe einen Eishockeyspieler dort besucht. Mehr dazu im nächsten Pausentee, der für nächste Woche geplant ist. Ja, Fanboy, das ist voll okay. Deswegen durfte ich dir auch Grüße ausrichten, nur mal so. Ja, und war dann Mittwochabend war ich dann in Wolfsburg und war gemütlich in der Stadt, habe alles erledigt gehabt und habe dann noch hervorragend gegessen in einem Restaurant, im Hotelrestaurant und habe dann überlegt, was mache ich jetzt noch, wie viel Zeit habe ich noch, was tue ich? Und dann habe ich gedacht, genau gegenüber von meinem Hotel ist das Kino, das Cinemax, also überhaupt nichts Besonderes, weil es ist ein Cinemax gleich dem anderen wie ein Ei, das ist ja... Ganz, ganz furchtbar. Und ich muss ganz kurz nebenher Tee nippen, bevor ich hier eingehe. Und dann habe ich überlegt, welchen Film ich mir anschaue. Und dann habe ich überlegt, warum gehe ich nicht einfach in Gemini Man? Der fängt um 22.30 Uhr an. Gemütlich Zeit habe ich noch. Und dann kamen die Reaktionen aus einer WhatsApp-Gruppe mit Das war noch die nette Seite. Und da habe ich gedacht, okay, dann bleibe ich für den nicht so lange wach, sondern guck, dass ich vielleicht doch noch ins Kino komme in einen anderen Film und dann ein bisschen früher auch im Bett bin. Und dann lief um 20.30 Uhr Das perfekte Geheimnis. Und der war brutalst voll, was ich schon nicht verstanden habe. Und dann habe ich da eine Karte gekauft und wurde dann begrüßt. Herzlich willkommen zu Ladies Night. hatte dann einen Gutschein für Wobei ein Willkommensgeschenk. Ich muss jetzt hier mal interrupten. Ne? Also ich habe jetzt hier gerade nochmal zurückgescrollt, ja. Weil ich konnte mich nämlich nicht erinnern, dass ich was zu Gemini Man gesagt habe. Ja, du hast dich gar nicht geäußert. Ja, das ist noch viel schlimmer. So. Ich hab gesagt, dass der Film total gefloppt ist und der ja auch so spät erst anfängt, dass man wirklich so spät ins Bett will. Und dann kam von dir, Chris, 20.30 Uhr, das perfekte Geheimnis kann ich auch schaffen. Kate, lachender Smiley mit Tränchen, die aus den Augen raus, so nach dem Motto,
das willst du dir antun. Von mir kam, oh je, zu das perfekte ja. Geheimnis. Nicht zu Gemini ja. Man. ja, okay, jetzt auf weiter. Auf jeden Fall bin ich dann tatsächlich in der Ladies Night gelandet, habe dann meinen Begrüßungs-Piccolo, den ich bekommen habe, zwei jüngeren Damen, die vor mir an der Schlange standen, einfach in die Hand gedrückt, habe gemeint, hey, was denn? Ja, die eine hatte Krücken, die sah aus, als ob sie es braucht. Hast du auch gleich noch deine Telefonnummer? ja, die stand drauf. Wir sind ja die ganze Zeit in Kontakt. Das besucht mich nächste Woche auch. Das Ach weiß so. Noch niemand. Ist ja klar. was denn auch sonst? Und dann saß ich da neben einer älteren Dame im Kino, die erstmal ihre Jacke auf meinem Platz hatte. Und ich so, ich muss ihre Jacke da. Entweder sie nehmen sie selber runter, ich schmeiße runter. Mach die scheiß Jacke weg hier. du altes Opfer. Mach den Lappen weg hier. Und hab dann auch festgestellt, bei dem Blick ins Publikum, zum einen war ich natürlich unterrepräsentiert als Mann und zum anderen war ich Ach, genau Quatsch, der Altersdurchschnitt. Ach Quatsch, in der Ladies Night hätte ich ja nicht gedacht. Ja, stell dir vor, das ist so. Das hat mich auch echt hart überrascht, aber so ist halt. Und und wie gesagt, ich bin dann, hab dann mich einfach auch drauf eingelassen, den Film zu schauen und ist ja grandios besetzt. Also für deutsche Verhältnisse ist der unfassbar gut besetzt mit Florian David Fitz, mit, wie heißen sie alle? Da Elias Mbarek, mit, oh Gott, Wotan alle, Wilken, alle sind Wicke dabei. Möhring, alle. Jessica Schwarz, alle. Caroline Herford, Frederik Lau. Genau, Friedrich Lau. Katja Riemann. Auch, Jella Haase ist dabei. Also brutalst, wirklich brutalst who besetzt. Who. Die Stimme von Katja Riemann sehe ich ist auch dabei. Wotan Wilke Möhring. ja, den habe ich jetzt auch schon genannt. Der ist zweimal dabei sogar. Genau. Und der Film ist eigentlich relativ schnell erzählt. Es ist eine Gruppe von Freunden, die sich trifft zum Abendessen, zum gemeinsamen Abendessen. Und dabei ein Sozialexperiment macht. Also die Jessica Schwarz, die Eva, die Frau von Wotan Wilke Möhring, von, oh Gott, ich krieg die Namen nicht mehr zusammen, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall er ist Schönheitschirurg, sie ist Psychologin und sie schlägt dann vor, dass man, naja, wenn wir alle keine Geheimnisse voneinander haben, dann können wir ein Spiel spielen, jeder legt sein Handy auf den Tisch und dann wird jede Nachricht wird laut vorgelesen, egal was kommt. Und jeder Anruf wird mit Lautsprecher angenommen und man darf aber auch nicht sagen, dass was gerade für eine Situation ist. Und und dann wird so ein bisschen gemacht und aber trotzdem spielen dann alle mit und dementsprechend entwickelt sich auch dann der Abend, in dem halt mehr oder weniger herauskommt, dass man doch nicht alles über den anderen weiß, wissen sollte, dass manches Geheimnis vielleicht lieber im Verborgenen bleiben sollte und so weiter. Es sind viele, viele skurrile Situationen, die entstehen, manches etwas übertrieben. Woran ich mich etwas gestört habe, war, es gibt tatsächlich ein Coming-out in dem Film. Und das finde ich nicht so gut, nicht so gelungen, wie das da läuft. Weil das wird so la-di-da-di-da, pü-pü-pü. Übrigens, ja, haha, da ist jemand schwul. Und dann wird erstmal hier die ganze Homophobie abgefeuert auch und was weiß ich was. Und das fand ich wirklich nicht so gut. Also es gab Leute, die haben sich totgelacht darüber. Ich fand das nicht so lustig, weil ich glaube, da haben einige wirklich Schwierigkeiten auch damit mit dem Thema. Und sind sich da unsicher. Und das ist jetzt nicht unbedingt förderlich, dass man sagt, hey, steht dazu. Das ist völlig in Ordnung, so wie es ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, wie gesagt, der Film ist jetzt kein absolutes Meisterwerk. Was mich begeistert hat an der Sache ist, dass jeder der Hauptdarsteller, das sind halt alles Hauptdarsteller, hat so seine eigene Storyline so ein bisschen, erzählt seine eigenen Geschichten auch. Und wenn der Fokus wirklich auf einem liegt, dann erkennt man auch streckenweise, was für großartige Schauspieler wir tatsächlich auch doch in Deutschland haben. Das ja, ist jetzt schwer zu beschreiben, glaube ich, mit einzelnen Sprüchen oder einzelnen Situationen. Aber wie gesagt, da liegt eigentlich die Stärke drin, dass sich jeder so ein bisschen hier präsentieren darf. Insgesamt ist es halt ja ziemlich Banane, läuft auch teilweise ein bisschen Banane. Man selbst überlegt, hey, würde ich so ein Experiment mit meinen Freunden machen? Also ich weiß, dass ich es nicht machen würde, weil ich kein Vertrauen habe, sondern es gibt, denke ich, einfach Sachen, die sind dann doch noch ein Stück weit privat oder sehr, sehr privat und
ich muss nicht immer, also ich bin jetzt nicht so einer, der alles in der Öffentlichkeit breittreten muss. Und ist eigentlich geil, sowas als Podcaster zu sagen, ne? Eigentlich geil. Und die große Stärke des Films liegt eigentlich darin, dass man Leute dabei beobachten kann, wie halt Freundschaften fast zerbrechen können, weil sie ja alle Geheimnisse haben und so dieses ein bisschen mit dem Finger auf jemanden zeigen, um zu sagen, haha, guck mal die an. Das ist so ein bisschen die Stärke des Films fürs, glaube ich, das Mainstream-Publikum und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Trotzdem bleibt es ein interessantes, durchaus interessantes Projekt. Einfach mal so die Handys da hinlegen. Ich meine, es gibt ja noch andere Handyspiele, zum Beispiel, wenn man essen geht, dass alle Handys auf einen Stapel gelegt werden und der Erste, der nach seinem Handy greift, muss alle einladen oder so. Das finde ich jetzt wieder witzig, sowas. Aber dann alles so vorlesen oder auch wenn der Chef anruft oder. Ha, könnte etwas schwierig sein dann auch. Aber gut. Insgesamt war es ein recht kurzweiliger Abend, trotz alledem. Also der Film geht relativ zügig durch. Ist jetzt kein Oscar-Kandidat, wird es auch, glaube ich, niemals werden. Wird allerdings an der deutschen Kinokasse, denke ich, extrem gut ankommen. Von mir gibt es 6 von 10 Punkte für das perfekte Geheimnis mit den ganzen Stars. Ja, klingt ja schon mal nicht so schlecht, dass man das sagen kann. Wobei, das gab es nicht mal einen Jim Carrey-Film, wo der immer die Wahrheit gesagt hat oder so? Das klingt ja auch. Ja, der Ja-Sager auch oder sowas. Also, wie der übersetzt hieß. Ja, klar, aber das ist was ganz anderes. Weil der ist ja verhext. Der ist verhext. Ich gucke hier gerade mal. Ah, hier, Kinocharts, hier haben wir es doch. Na, in Deutschland ist aber Platz 1 immer noch Joker, sehe ich gerade. Bei komplett. Er ist ja auch erst am Donnerstag angelaufen. Warte mal. Stimmt, ja. Na, mal gucken. Doch, nee, Moment, was? Nein, doch. Ach, keine Ahnung. Nein, doch. Nein, doch. Oh. Doch. Genau. Aber vielleicht kann ja da. Der Martin, da hat ja da guten Einblick. Der hat ja auch schon zu den Terminator-Zahlen was geschrieben im Kommentar. Vielleicht kann er ja schreiben, wie es da bei denen im Kino so läuft. Ich glaube, da gehen viele rein. Also was so. Das ist auch sowas irgendwie. Ich glaube, der wird auch in irgendwelchen Kanälen beworben oder in irgendwelchen Zeitschriften oder irgendwas bei so Leuten, die relativ selten ins Kino gehen und da findet irgendwie jeder einen Darsteller, der ihm gefällt, ihm oder ihr. Weißt du, und da. Ja, sieht witzig aus, ja, kann man mal machen. Und läuft nicht umsonst in der Ladies' Night, muss man auch sagen. Ach so. Ja. Na, mal gucken. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht im Kino sehen. Würde ich auch nicht. Also nochmal würde ich auch nicht reingehen. Perfekte Geheimnis. 6 Punkte vom Chris. Liebe Hörer, falls ihr den gesehen habt, dann schreibt doch einfach mal einen Kommentar oder. Wer bietet mehr? Twittert uns oder. Macht was genau, ob ihr den gut fandet oder nicht so. Und wir gehen mal in den Bereich Heimkino. Heimkino. Denn ich habe einen Film geschaut, jetzt ist ja so Horror-Oktober, ne? Vorbei, aber ich hatte den noch in meiner Liste gehabt. Die Eloise Asylum heißt der Film. Habe ich hauptsächlich mal aufgenommen gehabt auf Sky, weil da Elisa Dushku drin ist. Ich glaube, die Kate dürfte der Name was sagen, weil die hat in diversen Serien mitgespielt. Ja. Ja. Und war zum Beispiel die Faith in Buffy. Zum Beispiel, Buffy, ja. Torchwood hat sie mitgespielt. Dollhouse hatte ich geschaut gehabt. Ja, und Wrong Turn im ersten. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, den habe ich zwar gesehen, aber ja, wird schon stimmen. Jay und Silent Bob schlagen zurück, so. Hat die auch mitgespielt? Ja. Echt? Ist ja krass. Ja. Ja. Also, die Eloise Asylum beginnt mit einer Texteinblendung, wo wir erfahren, dass es irgendwo in den USA gab es ein Asylum, also ein Irrenhaus, ein Sanatorium für Geisteskranke, irgendwie vor vielen, vielen Jahren, 1852 oder so. Und das ist immer größer geworden und immer größer, wurden immer mehr Leute dort untergebracht. Und viele von denen sind gar nicht wieder nach Hause gekommen, also sind dann irgendwie an irgendwelchen Experimenten, die da drin gemacht haben, gestorben. Also das ging da von irgendwelchen Elektroschocktherapien über irgendwelche mit so riesen Spitzen so quasi über der Augenhöhle da so rein punktieren irgendwie. Und ein junger Mann, der irgendwie mit seinem Vater wenig zu tun hatte, der wird uns so ein bisschen vorgestellt, der hat so eine Autowerkstatt mit seiner
Freundin und chronische Geldknappheit und er erfährt dann halt, dass sein Vater verstorben ist, macht sich dann da auf zu dem, wie heißt das, Nachlassverwalter oder so, Notar, keine Ahnung, der da wegen dem Testament, genau, und er sagt ihm, hey, der Vater hat echt viel Geld, aber es gibt da wohl noch irgendeine Tante, die wohl erbberechtigt wäre, die wohl da eventuell was abbekommen könnte, aber die war damals in diesem Irrenhaus, also das gab dann das ist dann auch irgendwann abgebrannt irgendwie. Und er soll quasi die Todesurkunde bringen, dass die da gestorben ist in diesem Irrenhaus. Und es gibt so eine Verwaltung von diesem Eloise-Sanatorium, die noch die ganzen Unterlagen aufbewahren. Bei denen schlägt er dann auch auf und muss dann aber erfahren, dass die Unterlagen von seiner Tante jetzt dort gerade nicht sind, sondern in irgendeinem Anbau von dem alten Irrenhaus und wie man sich es nur denken kann. Er darf da nicht einfach so hingehen und das holen. Er müsste da jede Menge Formulare ausfüllen. Das dauert sehr lange und das will er nicht. Und dann kommt so ein Kumpel von ihm auf die Idee, ja, dass sie doch selber dort mal einsteigen, um dort die Unterlagen zu holen. Und dann werden sie so ein bisschen von dieser Vergangenheit dieses Krankenhauses, dieses Sanatoriums wieder eingeholt. Da gibt es dann so seltsame Szenen, wo dann so die Vergangenheit wieder wach wird und die befinden sich dann so mittendrin und ja. Hat mir nicht so wahnsinnig gefallen. Ich dachte, es ist ein bisschen besser. Weil der Trailer sah irgendwie ganz gut aus, aber wie es halt immer so im Trailer ist, da werden halt so die besten Szenen so mal zusammengeschnitten und ja, und ich weiß nicht, bin damit nicht so richtig warm geworden. Ich meine, wenn man nichts anderes mehr auf der Liste hat, was man gucken kann. Es ist auch jetzt nicht irgendwie besonders heftig oder blutig oder so. Ich glaube, das ist so ein, weiß nicht, was der für ein FSK hat. Vielleicht 12 oder 16 vielleicht oder so. Und also die gruselige Atmosphäre, ich meine, hey, wir reden hier von einem alten Sanatorium, wo sie irgendwie mitten in der Nacht einsteigen oder so. Da hätte man so viel machen können. Kam jetzt auch nicht so wahnsinnig rüber. Also ich gebe da gerade mal so 4 von 10. Ja, ich trage es mal ein. 4 von 10. Klingt jetzt nicht so geil. Deswegen machen wir schnell weiter mit den Neustarts und Charts. Kinocharts und Neustarts. Machen wir zuerst die Charts. Hier ist auf Platz 10 Dora und die goldene Stadt. Und auf Platz 9 dem Horizont so nah. Platz 8. Achso, wir haben übrigens hier die Stuttgarter Kinocharts, nur so. Ja. Platz 8, Shaun das Schaf, der Film UFO-Alarm hält sich sehr lange. Platz 7, Bayala, das magische Elfenabenteuer. Platz 6, ich war noch niemals in New York. Ich auch nicht. Platz 5, das perfekte Geheimnis. Tja, der Chris hat ja seine Kinokarte in Wolfsburg eingelöst, das kann hier nicht zugutekommen. Ja, wird hier nicht gewertet. Musst hier diese ganzen dritte Weltländer und Regionen unterstützen hier. Platz 4, die Addams Family, 2019. Achso, haben übrigens meine Mädels gesehen, die kamen ja total begeistert wieder. Also die haben ja die ganze Zeit Gags gerissen aus dem Film, die ich nicht verstanden habe. Die haben sich aber kaputt gelacht. Also muss ganz nett gewesen sein. Okay. Platz 3, Terminator, Dark Fate. Platz 2, Joker. Und neu auf Platz 1, Maleficent, Mächte der Finsternis. So, mal schauen, was hier so neu anläuft im Kino ab dem 7. November. Da läuft zufällig der letzte Bulle an. Nein! Über den wir gerade gesprochen hatten ausführlich. Aber den hatte ich trotzdem irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass der kommt. Nicht nur du. Komisch, ja. Aber es läuft einer an, den ich auf dem Schirm habe, womit ich wahrscheinlich mich auch ins Kino bewegen werde. Zombieland 2. Ah ja. Stimmt, und zwar gut. 10 Jahre nach dem Kulterfolg der Horrorkomödie Zombieland geht der Kampf ums Überleben und die letzten Twinkies in eine neue, humorvolle, blutige Runde. Und ich möchte ganz kurz erwähnen, Kate hat den erst vor wenigen Wochen gesehen, weil sie irgendwie immer um Zombieland drumherum ist. Und jetzt feiert sie es ziemlich ab, weil das ist einfach mega witzig gewesen. Jesse Eisenberg, Woody Harrison, so cool. Emma Stone. Sie hat sich sogar die Namen gemerkt. Also auf Uff gepasst. Zombieland 2. Ja, da freue ich mich drauf, wirklich. Also wenn der so ist wie der erste, dann Halleluja. Kann der in die Sneak reinpassen? Nee, ne, vom Tipp her nicht. Nee. Schade. Vielleicht fahren sie ans College, wer weiß das. Ja, schade. Weiß.
Oh, Roland Emmerich hat einen neuen Film. Ach, Midway, ja, doch, das ist der Battle of Midway. Von dem hatte ich doch schon einen Trailer gesehen, ja. Hier unser schwäbische Spielberg, Roland Emmerich, hat einen neuen Film am Start. Midway für die Freiheit heißt der Film. Ein Historiendrama über den Schlacht von Midway, die die Amerikaner trotz der herben Verluste von Pearl Harbor für sich entscheiden konnten. Hatte ich damals ein Amiga-Spiel, Battle of Midway. Es läuft außerdem noch an Lara. Im Drama des Oboi-Regisseurs Jan-Ole Gerster pflegen Corinna Harfurch und Tom Schilling eine schwere Mutter-Sohn-Beziehung, die auf einem Konzert eskaliert. Irgendwie hatten wir das doch schon mal vorgelesen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht haben sie das nach hinten verschoben irgendwie. Aber ey, Oboi, das war ein toller Film. Also, wenn hier Tom Schilling, Corinna... Ist nicht Peter Schilling, das ist der mit Camp, ja. Major Tom, ne? Nee, ist klar. Und die Wüste lebt und Terra Titanic. Ich kenne mich aus. Ich habe die CD. Musiktipp. Marianne und Leonard. Hä? Läuft das überhaupt? Words of Love. Ah. Nee, ist ein Dokumentarfilm. Also, machen wir das nächste. 2040, wir retten die Welt. Ist das ein richtiger Kinofilm? Das ist ein richtiger Film oder nur so eine Doku? Ist auch eine Doku. Bitte? Doku, jetzt kommt was Geniales. Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe. Ja. Unsere Lehrerin, hier, Weihnachtsfilm um die italienische Weihnachtshexe, die nachts die Geschenke bringt und tagsüber als Grundschullehrerin arbeitet. Ach, meine Güte. Teil 2 spielt an der Realschule und heißt Unsere Lehrerin, die alte Hexe. Ah, da fallen mir spontan, egal. Wüsstest du schon, wer es spielen könnte? Ja, natürlich. Das Wunder von Marseille ist ein Drama. Der 8-jährige Fahim flieht mit seinem Vater aus der Heimat Bangladesch nach Frankreich. Während sein Vater um Asyl kämpft, hat Fahim nur eins im Kopf. Schach. Mit Gérard Depardieu, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Klar, ein Film aus Frankreich. Muss ja mit Gérard Depardieu sein. So, für die anderen Sachen, ich glaube, 5 Dinge, die ich nicht verstehe. Das ist noch ein Film, der anläuft mit Peter Lohmeier, der hier bei Das Wunder von Bern mitgespielt hatte. Wie es sich für einen pubertierenden Jungen gehört, hat Johannes keinen Bock auf die Schule und verschwendet seine Zeit am liebsten in der Stadt. Der Bauernsohn lebt im Ruhrgebiet und wird von seinem Vater Rainer, gespielt von Peter Lohmeier, und seinem Bruder Christian kaum beachtet. So findet er bei seiner besten Freundin Marike eine treue Begleiterin. Als aus der innigen Freundschaft mehr wird, bringt das den Jungen in Bedrängnis. Er zieht sich von ihr zurück. Er lenkt sich ab, indem er mit den Männern zum Jagen geht oder mit seinem Bruder die Nacht durchmacht. Marike erkennt ihren Freund nicht wieder und distanziert sich ebenfalls von ihm. Ihm wird das alles zu kompliziert. Oh Gott. Ach, ich kann nicht weiterlesen. Ich bin schon eingeschlafen. Okay, ich habe noch einen zum Abschluss. Ja. Und zwar Richard Egerton. Happy Ending. 70 ist das neue 70. Oh Gott. Komödie über die Trennung eines Paares nach 50 Jahren Ehe und den damit einhergehenden Problemen. Mit Birte Neumann und Kurt Raven. Aber warte mal, einen müssen wir doch noch empfehlen. Kann doch nicht der letzte sein, nämlich The Report läuft an. Mit Adam Driver. Ah. Ja. Adam Driver und Annette Bening. Da geht es um die CIA, wie die ermittelt haben nach dem 11. September und als sie so ein paar dubiose Verhörtechniken eingesetzt haben, um da Informationen freizupressen, gab es halt Leute aus dem Senat, die das versucht haben, öffentlich zu machen. Und darum dreht sich das. Sah ganz gut aus. Hat man den Trailer, glaube ich, mal vorgestellt vor ein paar Wochen. Ja. John Hamm auch dabei. Okay, da läuft jede Menge an jetzt. Man merkt, dass jetzt wieder weniger draußen Aktivitäten stattfinden bei dem Wetter, sondern mehr in Innenräumen hier, zum Beispiel im Kino. Und da kann man ja auch zum Beispiel mal zu Hause mal eine neue DVD einlegen oder eine Blu-ray. Eventuell, oder? Eventuell. Und am 4. November, da kommt ein Film, den du schon gesehen hast. Deswegen wollte ich dir eigentlich die Brücke bauen. Ach, jetzt kommst du mir hier mit, ich muss die Brücke bauen. Oh Gott, ich habe die Seite noch nicht mal offen. Dann sage ich dir, welcher anläuft. Bailey, ein Hund kehrt zurück. Oder war es die Kate, die ihn gesehen hat? Das war eher die Kate. Kate, hast du den gesehen gehabt? Den ersten, ja. Welchen ersten? Gibt es da zwei? Ja, es gibt 2 Teile. Der kehrt nochmal zurück. Ja, der zurückkehrt, ist Return of the Return. Der zweite Teil. Okay, es läuft außerdem noch an Casino, die 4K Ultra HD.
Geil auf Las Vegas, 1973. Hinter der glitzernden Fassade des Tongue Casinos wickeln Mafioso Ace Roadstein, Robert De Niro und Killer Nicky Joe Pesci zwielichtige Geschäfte ab. Ah. Cooler Film. Ja. Am besten sind immer die am spannendsten waren immer die Szenen. Da haben sie doch bei dem einen, ist doch das Auto gleich am Anfang explodiert. Ne? Und dann gab es dann so eine Szene, der andere Mafia-Boss hat immer jemand vorgeschickt, der bei seinem Auto erstmal den Zündschlüssel rumdrehen musste, bevor er losgefahren ist. Hat es immer irgendein armes Schwein erwischt, der dann so drehen musste und oh, gut gegangen. Alles klar. Aber den nächsten Film, den hattet ihr in der Sneak, den hatte ich vorbestellt und jetzt kommt gerade eine Push-Nachricht rein. Bayern entlässt Kovac übrigens, nur mal so. Jetzt doch. Ja, das Ende der Wahrheit. Ne? Ich habe den vorbestellt. Ich werde dann auch mal mir den anschauen, weil das hatte mir gefallen, was du erzählt hattest drüber. So eine Agentengeschichte in Deutschland. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Dann läuft noch ein Becken voller Männer. Gruppe Männer im besten Alter und jeder davon mitten in einer handfesten Lebenskrise. Was liegt da näher als kurzerhand das erste männliche Synchronschwimmteam ihrer lokalen Badeanstalt zu gründen? Da haben wir eine Anfrage gekriegt, ob wir Rezensionsdisk kam wollen. Ich habe mal nicht geantwortet. Ich denke, das war in eurem Sinne. Ach, ich habe mir das angetan. Dauert bloß 2 Stunden. über synchronschwimmende Männer. Ich meine, das kann ganz nett sein, ja, aber ich weiß nicht. Kommt drauf an, wenn es natürlich Feuerwehrmänner aus Australien sind, dann... Nee, ich glaube nicht. es gibt auch noch neu auf Blu-ray einen Film, den es schon seit Ewigkeiten gibt. Der typische Weihnachtsfilm in Amerika ist das. Ist das Leben nicht schön mit James Stewart? Gibt es in diversen Abtastungen, unter anderem 4K Ultra HD. Liam Neeson. Jetzt kommt eigentlich mein bestes Ding hier. Die Liam Neeson Adrenalin Collection. Enthält Nonstop, Unknown Identity, The Commuter und Hard Powder. Ah, nicht die Taken-Filme, okay. Nee. Terminator gibt's, wenn die alle nochmal, die ganzen 4K-Remakes, ich glaube, die brauchen wir nicht alle vorlesen. The Silence. Ja, Universal Shutter, aber Yesterday. The Silence auch noch? The Silence und Yesterday, okay, The Silence. Ja, dann mach du The Silence, ich mach Yesterday. Ja, The Silence. Sie nennen sie Avispa wegen der Art und Weise, wie sie ausschwärmen. Avispa heißt Wespe auf Spanisch. Diese waren in eine Höhle eingeschlossen und haben sich wahrscheinlich in der Dunkelheit vermehrt und dürfen nicht rauskommen. Ja. Eine archäologische Expedition in einem unzugänglichen Höhlensystem in Nordamerika hat die bislang unbekannte Parasitenart entdeckt und sie wird freigesetzt. Ja, baba, langweilig. The Wolf's Call haben wir auch noch vergessen. Ja. Dann darfst du Yesterday machen, guck mal. Sean Tarade arbeitet als Sonarakustiker bei der französischen Marine. Durch sein annähernd perfektes Gehör kann er jeden noch so kleinen Ton unter Wasser identifizieren. Als ihm während einer U-Boot-Mission ein folgenschwerer Fehler unterläuft, wird er jedoch vom Dienst suspendiert. Als sich kurz danach die politische Situation in Europa dramatisch verschärft und die Welt am Rande der atomaren Eskalation steht, sind Jean Tarade und seine besonderen Fähigkeiten wieder gefragt. Der Druck, der dabei auf ihm lastet, ist geradezu unmenschlich, denn jede falsche Entscheidung könnte den Dritten Weltkrieg auslösen. Wie will man denn, wenn man im U-Boot... einen fatalen Fehler, wie kann man da überhaupt überleben? Aber gut. Tja. Ja, Yesterday gibt es jetzt auf Blu-ray, habe ich auch vorbestellt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Film im Kino, wo der junge Mann plötzlich der Einzige ist, der sich an Beatles und diverse andere Sachen erinnern kann, weil es weltweit so eine Art Blitzdings gab und sich die Leute an nichts mehr erinnern können. Und wie er damit umgeht und das war einfach so wunderschön gemacht. Von Danny Boyle, der Oscar-prämierte Regisseur zum Beispiel für Slumdog Millionaire. Ganz toller Film. Kann ich nur empfehlen. Auf der DVD und Blu-ray ist enthalten alternatives Ende, unveröffentlichte Szenen, live in den Abbey Road Studios, wo sie auch die Musik aufgenommen haben für den Film. Ein alternativer Anfang, Gag-Reel und diverse andere Sachen. Sehr empfehlenswert. Ein Traum. So, dann sind wir durch mit den Heimkino-Sachen für diese Woche. Die Kate hat einen Trailer rausgesucht hier. Jetzt muss ich bloß ganz kurz hier irgendwie einen Trenner. Was hatte ich denn da mal genommen? Ich glaube den hier. Sneak Preview. Ich habe einen Trailer rausgesucht. Hast du vollkommen recht. Und zwar zu einem Film, wo wir uns erst nicht ganz einig waren, aber ich habe recherchiert. Der Film startet am 21.11.2019 und heißt Bernadette.
Und die gute Bernadette ist eine Architektin, also sie macht so Kunstobjekte und stilvolle Häuser und da ist total berühmt. Und in irgendeiner dummen Aktion zerstört sie dadurch, durch irgendeine Gärtneraktion, zerstört sie das Haus ihrer Nachbarin, was alles ein bisschen ins Wanken bringt. Und der Trailer lässt über die Story noch nicht ganz so viel raus, aber so wie es dann aussieht, nimmt sie das als Weckruf, nicht mehr 100% an aller Energie der Arbeit zu geben, sondern auch sich auf die Familie zu besinnen. So, also wirkt zumindest der Trailer. Wie wirkt der auf euch? Bisschen schräg, ja. Aber lustig, oder? Schräg lustig. Ja, mal gucken, ja. Ich weiß nicht. Ein Sneak wäre doch cool. Ja, ich denke, das Sneak würde eventuell funktionieren, aber ja, also extra ins Kino ziehen würde er mich jetzt nicht. Der lief auch in anderen Sneaks schon. Ich dachte so, ha, cooler Trailer, müssen wir drüber reden. Ja. Der lief schon bei die Kollegen von den Leinwandperlen hatten den in der Sneak vor 2 Wochen. Erik schaut ihn noch, wir müssen jetzt so tun, als ob er es nicht tut. Achso, ja. Nee, ich war dummerweise auf Mute, ich habe die ganze Zeit was erzählt. Ich habe gerade erzählt, die Kollegen von Leinwandperlen hatten den vor 2 Wochen schon in der Sneak Preview gehabt. Ah. Da spielt noch Billy Crudup mit, der ja bei Almost Famous mitgespielt hat. Und da geht es irgendwie darum, dass die Tochter sagt, ja, ich habe mir irgendwie mal gewünscht, mal zur Antarktis zu gehen und so. Da geht es halt so um die Verwirklichung von Träumen. Ich meine, hey, ist ein Film von Richard Linklater, den ich sehr schätze für diverse Sachen, die er gemacht hat. Also schlecht ist er bestimmt nicht, genauso wie hier Peter Torwart, wenn der auf der Leinwand erscheint, wenn da Richard Linklater steht, da weiß ich auch, okay, der hat schon mal eine gewisse Grundqualität, der Film. Und ja, der Sneak würde ich den gerne nehmen, also aktiv reingehen würde ich da jetzt nicht. Nee, ich auch nicht, aber ich fand den halt so charmant, den Trailer. Ja. Mal gucken, was da rumkommt. Genau. Übrigens Kategorie, Zielgruppe hier bei Moviepilot, Frauenfilm. Ja, und der andere, ach, der ist jetzt nicht mehr da, der andere Trailer. Ja, nee, weil der ist ja, da habe ich kein Startdatum gefunden. Das kann halt ja, der war von 2017 gedreht und den gibt es schon auf DVD. Ja, da bin ich mir aber nicht sicher, ich habe den nicht gefunden. Okay. Weil den Trailer hat es mir auch reingespült bei irgendwelchen Neustarts, deswegen. Okay. Jo, dann gucken wir lieber mal bei den Serien. Da sind ein paar ganz neue Sachen dabei, sehe ich hier. Serien. Schießt los. Peng. Peng. Chris, fang du an. Ah, ich soll anfangen. Okay, dann fange ich an mit Snoopy in Space. Und zwar seit ein paar Tagen, jetzt seit 3 Tagen, gibt es jetzt Apple TV Plus und... Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich muss allen neuen Scheiß haben, aber bei mir war es Zeit für einen neuen Apple TV. Und da habe ich halt im Rahmen dessen noch ein Jahresabo dazu bekommen mit Apple TV Plus und habe das dann gestern Nacht noch installiert, habe so ein bisschen rumgeguckt und da ist mir sofort Snoopy in Space aufgefallen. Eine ganz, ganz herrlich schöne Geschichte der Peanuts über Snoopy, wie er zur NASA reist, weil er möchte Astronaut werden. Die Folgen sind kindgerecht in 8 Minuten Abschnitte eingeteilt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß jetzt schon gehabt, weil das ist nicht so abgehobener Anime-Gedöns oder irgendwas und so völlig übertrieben gezeichnet, sondern lehnt sich wirklich an die klassischen Comics an. Ich finde es sehr schön. Also Snoopy in Space kann ich echt nur empfehlen von dem, was ich bisher gesehen habe und schaut sich auch recht schnell durch. Ist das so 2D oder ist das so ist wie der Film? Ist so 2D. Nee, ist 2D. Also auch nicht so wie der Film, der war ja so... Noch. Ganz klassisch 2D. Ah, okay. Deswegen richtig schön. Ganz, ganz süß. Okay, ja. Cool. Ja, habe ich auch mitgeguckt, habe auch ein paar Folgen schon gesehen. Sehr, sehr knuffig. Also dieses Apple TV Plus, da brauchen wir jetzt unbedingt diesen Apple TV dazu, oder gibt es das auch nein, irgendwie nein, als nein, App? Nein, oder? Nein, das funktioniert. Das ist ganz normal. Das oder wie Netflix alles. Hier Streaming auf der Webseite? Ja, oder wie ist das? So in etwa, ja. Genau. Ja, Apple TV Plus, oder was muss man da eingeben? Genau. Das ist jetzt quasi der Apple Streaming-Dienst. Ja. Ja. Du brauchst aber diese Apple TV Box, oder Chris? Nee, das war ja, nicht. Das war ja gerade meine Frage. Okay. Das brauchst du nicht. Geht auch online. Geht auch über die Webseite. Watch now. Let the show begin. $4.99. Aber es gibt auch ein paar, ich glaube, ein paar Tage kostenlos kannst du es auch machen. Ja, 7 Tage. Ja. 7 days free. Then $4.99. Ah, cool. Oder du kaufst ein Apple-Produkt, dann kriegst du ein Jahr umsonst.
Aber jetzt muss ich doch gleich mal gucken hier, ob das hier auf meinem Fire TV Stick, ob es da auch die App dafür gibt. Wahrscheinlich nicht, weil die können sich nicht leiden. Nicht. Da, doch inzwischen ist Prime ist wieder da auf Apple TV. Ah, okay, na dann vielleicht auch andersrum. Mal gucken. Ja, deswegen. Also da ist auch alles da. Da ist auch eine schöne Join-App, eine schöne Netflix-App, ganz normal. Ja, ja. Okay, also Snoopy in Space, schon abgehakt. Unbedingt anschauen, wenn man das hat. Das lohnt sich. Ja. In was wir auch noch reingeguckt haben, was ich aber ein bisschen aktiverer jetzt geguckt habe, zumindest die Folge 2 und 3, ist The Morning Show. Und zwar eine hochkarätig besetzte TV-Serie mit, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Jennifer Aniston. Und Steve Carell. Ja, das sind die drei Hauptrollen. Und es geht darum, Jennifer Aniston und Steve Carell sind das Gesicht der Morning Show. Ja, sie sind das Traumpärchen, obwohl sie kein Paar sind, aber sie sind so die jeden Morgen alle, die ganze Amerika begleiten in ihrer Morning Show halt. Und Steve Carell wird vom Sender entlassen, weil gegen ihn Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs aufkommen. Und da geht diese ganze MeToo-Debatte um ihn rum. Und darauf lehnt sich die Serie auch ein bisschen auf. Und Jennifer Aniston steht ohne Co-Moderator da, den sie 15 Jahre lang an ihrer Seite hatte. Sie ist alt, auch schon alt. Sie ist alt. Ja, das heißt, sie macht sich dann auch Sorgen, wenn er jetzt weg ist, werde ich auch noch wegrationalisiert werden. Was passiert jetzt? Und um da die Kontrolle zu behalten, versucht sie, ihre Bosse so ein bisschen auch zu erpressen und ein bisschen zu manipulieren auf schamlose Weise. Und da taucht dann eben besagte Reese Witherspoon auf, die dort quasi mit reinrutscht, ohne es wirklich zu wollen, aber von allen Seiten belabert wird, dass es mitmacht. Und eigentlich will sie ja auch Karriere machen. Und das ist alles noch so ein bisschen undurchsichtig. Finde ich sehr, sehr geil. Ich habe die ersten drei Folgen direkt heute durchgebinged. Die ersten drei Folgen sind mit Release von Apple TV Plus rausgekommen. Ab jetzt kommt dann jeden Freitag eine neue Folge zum Abruf. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Weil ich fand ja immer so Serien wie The Newsroom sehr geil, die jetzt zwar viel, viel politischer ist, aber bei The Morning Show ist es halt dieser Blick hinter die Kulissen, Machtgehabe, dann wird eben diese MeToo-Debatte, dieses ganze wer macht die richtige Anschuldigungen, wer hat wirklich was getan, wer will nur in die Presse. Dieses Ganze wird so ein bisschen mit aufgenommen. Es ist zwei Powerfrauen dann zum Schluss jetzt hier vorne mit dabei. Es ist rundum meiner Meinung nach eine sehr, sehr coole Serie. Bisher. 3 Folgen gesehen von 10. 10 wird es geben. Ah. Ja. Ich habe jetzt gerade mal geschaut hier. Fire TV Stick, gibt's das? Sieht sogar echt gut aus. Ich habe es hier auch installiert gerade. Mhm. Ah ja, guck mal. Ja, sieht nett aus da, die Benutzeroberfläche und so. Das ist ja immer viel wert, wenn es... Ja, ist halt was ich gerade so ein bisschen feiere bei dem Apple TV, weil ich das jetzt hier zu Hause auch wieder integriert habe. Das neue Apple TV lässt sich komplett über das iPhone problemlos jetzt steuern. Ist also da quasi auch schon mit integriert. Mhm. Und das ist echt cool. Also das macht Spaß. Und ich kann jetzt, oder wir können jetzt über das Apple TV Plus alle Streaming-Dienste benutzen. Das heißt, ich kann von Apple TV Plus auf Netflix, auf Amazon Prime, auf Join gehen, ohne das Programm zu wechseln. Ich gehe einfach nur ins Startmenü und wechsle die Option. Das war bei meinem Fire TV schon eine ganze Zeit. Das ist ja nicht immer so. Das funktioniert, hat ja nicht bei allen funktioniert. Ja? Das hat bei allen funktioniert. Konntest du alles gucken. Ja, das hat beim Fire TV Stick, der vorne liegt, auch funktioniert, nur der bedient sich so komisch. Ja, der war komisch. Wenn man den neuen hat. Der ist komisch. Also der alte, gebe ich dir recht, da habe ich auch noch einen, den hatte Tabita jetzt oben an ihrem Fernseher. Mhm. Aber die neuen mit dem neuen Prozessor, die sind voll schnell. Gut. Wesentlich schneller als mein Apple TV war. Brauchen wir nicht, wir haben jetzt Apple TV Plus. Und der Cube, den ich oben habe, der ist auch voll geil. Kannst du alles mit Sprache steuern. Fetzt auch. Das machen wir schon ewig, Leute. Falsches Thema. Und ich kann jetzt hier auch gerade, habe ich gesehen hier, ich habe mir gerade die App aufs Handy gezogen. Ich kann jetzt auch die App hier vom Handy aus steuern.
Ja. Mhm. Apple TV halt Remote cool. heißt das. Mhm. Naja, gut, jetzt muss ich mal sehen, kann ich das ja mal machen, 7 Tage frei. Ich werde auch noch in die Apple TV Plus Serie C reinschauen mit Jason Momoa, aber die hat ja nicht so geile Kritiken, aber ich werde sie mir trotzdem mal anschauen. Hm. Na dann mach mal, berichte dann. Mach ich dann, ja. Was ich allerdings auch noch gesehen habe, oder willst du zuerst, Erik? Achso, haben wir eigentlich über die, du hast die schon mal vorgestellt, ne? Living with Yourself, oder war das der Chris? Nee. Irgendjemand hatte die erwähnt gehabt, weil da Paul Rudd mitspielt. Ich will die gucken. Achso, irgendwie war es mir so, als hätte schon mal jemand was gesagt. Da habe ich jetzt tatsächlich so die ersten 2 Folgen geguckt. Geht es darum, Paul Rudd spielt so einen total überarbeiteten Typen in so einer Werbeagentur, ist völlig ausgebrannt und so. Und da empfiehlt ihn so ein Kollege, der vorher irgendwie so ganz ruhiger war, der ist jetzt plötzlich völlig extrovertiert und übernimmt quasi mal seinen Pitch in diesem Meeting und zeigt sich von einer ganz anderen Seite und er sagt ihm, oh, ich war da in so einem Spa, ey, seitdem bin ich völlig verändert und so. Es kostet zwar ein bisschen was, aber die kriegen das alles wieder hin und ja, er geht dann halt in dieses Spa rein und ist jetzt nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass dann er wacht dann, oder es passiert quasi in den ersten Sekunden dieser Folge, dass er in einem Plastiksack im Wald aufwacht und nicht weiß, was passiert ist. Und er erfährt dann halt, dass in diesem Spa werden einfach mal die Leute geklont, ja. Aber halt die Klone werden halt so verbessert, dass sie halt wirklich besser funktionieren in der Gesellschaft und so viel cooler drauf sind. Und die anderen, die Alten, die Originale, die werden halt einfach irgendwie entsorgt. Und bei ihm hat aber irgendwas nicht geklappt. Normalerweise lösen sie die irgendwie auf in Säure oder sowas. Und bei ihm hat aber irgendwas nicht so recht geklappt. Deswegen haben sie ihn einfach da im Wald verscharrt. Und ja, er kommt dann halt nach Hause und muss feststellen, er ist schon zu Hause. Und ich habe mir schon am Anfang gesagt, oh, boah, wie sieht denn Paul Rudd hier aus? So völlig runtergekommen. Und dieser andere Paul Rudd, der sieht aber wirklich so geschniegelt aus, wie man ihn kennt aus Ant-Man und so. Und da gibt es natürlich die Szene so, hey, was machen Sie hier? Hey, Sie sind ja ich, was mache ich hier? Und dann stellen sie auch fest, dass sie Gemeinsamkeiten haben und wo sie dann mit dem Auto unterwegs sind, um da zu diesem Spa hinzufahren. Erzählen sich selber Sachen aus ihrer Vergangenheit und lachen sich kaputt drüber und so. Also es hat schon irgendwie so eine ganz abgefahrene Art von Humor. Und in diesem Spa arbeiten irgendwelche Asiaten, die sagen, ja, ist nicht erlaubt hier, wir können das nicht so an die große Glocke. Und ja, nee, Geld zurück gibt's nicht. Also wenn wir Geld einmal, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir sind jetzt zweimal da und wir haben aber nur ein Auto und eine Familie. Nicht unser Problem. ja, also ich fand das echt ganz nett. Ist ja so eine, ich glaube, eine Miniserie. Also die fängt ganz nett an. Ist jetzt nicht so der riesen Schenkelklopfer-Humor. Das ist eher so ein bisschen stiller Humor. Der aber irgendwie bei mir ganz gut verfangen hat. Also ich werde da noch weiter gucken. So, jetzt ihr weiter. Wir sind die Welle, oder? Ja, ich bin die Welle. Hat das was mit dem hier die Welle und so zu tun da? Mit dem Buch, genau. was jeder lesen musste? Jein. Also Netflix hat eine Serie produziert, die heißt Wir sind die Welle. Die basiert lose auf diesem Buch. Weil die Welle in diesem Fall nicht nazihaft ist. Sondern eigentlich genau das Gegenteil. Wie wir in dem Film Die Welle mit Jürgen Vogel kennen, ging es darum, dieses Schulexperiment, Klassenexperiment zu machen, wo dann schon sehr rassistische Züge aufgenommen wurden. In Wir sind die Welle ist das genau andersrum. Also im Endeffekt geht es hier um eine Gruppe Teenager, die alle in eine Klasse gehen und aber alles ein bisschen Außenseiter ist. Also ein bisschen dickerer, der auf dem Bauernhof wohnt, die Eltern haben kaum Geld. Dann die eine, die bei ihrem Opa wohnt, weil die Mama irgendwie total durchgedreht ist und die so ein bisschen, die ständig gehänselt wird und so total introvertiert ist. Der Perser ist er, glaube ich, oder persische Junge, der ständig im Laden seine Eltern helfen muss und so. Und dazu gesellt sich dann tatsächlich ein neuer Schüler und das reiche Mädchen. Und zwar die Lea. Und gemeinsam stellen sie fest, dass es ganz viele Dinge in der Gesellschaft gibt, die sie ankotzen. Ja? Wie zum Beispiel versteckter Rassismus
oder Beeinflussung der Werbung, dass man immer dünn sein muss, nur dann bist du hübsch. Und so hat halt jeder seine Sache, die ihn mordsmäßig ankotzt und gegen die sie vorgehen wollen. Und sie gehen dann auch dagegen vor, aber nicht unbedingt auf legale Weise. Und das dann auch später dann auch noch vermummt, dass man sie nicht erkennt, bilden sie dann so eine Gruppe und sie heißen halt die Welle. Ja? Und das ist also quasi genau andersrum ein bisschen wie hier in dem Film und in dem Buch. Ich finde die Serie sehr gelungen. Ist nach Dark eine weitere sehr gute Netflix-Produktion. Nicht vergleichbar mit Dark, gar keine Frage. Dark ist ja komplett anders von der Thematik her. Aber es trifft den Zahn der Zeit. Es werden aktuelle Themen angesprochen. Auf welche Art und Weise die das durchziehen, ist halt krass. Ja, darum sollte man natürlich nicht nachmachen, keine Frage. Allerdings auch hier, wie schon in letzter Zeit öfter bei mir, ist es so, dass ich mir sage, ich kann den Hintergrund dieser Ideen oder diese Gedanken verstehen, nur die Umsetzung ist halt fragwürdig. Andererseits ist bei denen halt der Gedanke, wenn wir es nicht so machen, dann hört uns doch keiner. Wir sind doch nur irgendwelche Teenager. Ja, und die Erwachsenen, die tun doch nichts. So. Und deswegen gehen die halt auf sehr radikale Weise vor. Und diese Gruppe und diese Freundschaft, die sich dann bildet durch diese fünf oder innerhalb dieser Fünfergruppe, ist wirklich ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mir fast sicher, dass es eine zweite Staffel geben wird. Es ist auch relativ offen, das Ende. Ich würde gern mehr davon sehen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schauspieler fand ich toll. Bis auf das Mädchen kannte ich die anderen auch noch nicht. Bei dem Mädel bin ich mir fast sicher, dass es die aus von Club der Roten Bänder ist, glaube ich. Ansonsten kannte ich da keinen. Bei den erwachsenen Darstellern, doch, da waren welche dabei, die ich kannte, aber jetzt keine so hochkarätigen Namen, wie jetzt bei Das perfekte Geheimnis, was der Chris vorgestellt hat. Gelungene Serie, würde ich sagen. Kann man durchaus klicken. Ja. Empfehlung von dir. Also Netflix. Ja. Wir sind die Welle. Hat es bei mir auch schon ein paar Mal angezeigt irgendwie. Da im Banner oben. Vielleicht gucke ich da mal rein. Mal sehen. Ja, guck mal rein. Chris hat noch ein Spiel. Mal sehen, ob ich da mal reingucken muss. Games. Games, ja. Borderlands 3 ist das Spiel, das ich jetzt im Angebot habe gerade, das ich jetzt frisch angefangen habe, weil ich ja vor ein paar Wochen angefangen habe mit Fallout 76, auch sehr zur Freude vom Erik, und dann auch noch den Fabi mit reingeschleppt habe. Und Fallout hat jetzt gerade so ein bisschen abgekackt gerade, weil eigentlich sollte ja das größere Update Wastelanders kommen oder das Add-on Wastelanders kommen. Das wurde jetzt verschoben und dann bringt man da noch so Fallout First mit raus und ja... damit konnte ich nichts anfangen, habe ich gedacht, okay, mal gucken, was es sonst so gibt und wie Borderlands 3 so ist, und es ist anders, es ist halt komplett anders, ziemlich abgefahren, ziemlich schräge Grafik, also ich habe jetzt noch nicht so viel Spielstunden, ich habe es jetzt halt angezockt schon mal und bin allerdings recht begeistert, also das macht schon Spaß, es ist ein ziemlich eigener Humor, wenn man früher schon mal Borderlands gespielt hat, also ich habe ja auch schon Borderlands 2 auch schon gezockt und Borderlands 1 auch mal. Lang ist es her. Ich auch. Ja, du auch, ne? Es hat ja so eine Art, so eine comichafte Grafik, wo irgendwie ja, so die Leute so umrahmt sind von so einer schwarzen Linie, ne? Irgendwie so gefühlt, ne? Oder irgendwie. Ja, so in etwa, ja. Passt. Und es ist schon cool. Also von der Story her ist es schon so, ja, mir geht Claptrap ziemlich auf den Sack, aber das ist, glaube ich, normal. Das ist der kleine Roboter. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall nochmal berichten, wahrscheinlich nächste Woche, wenn ich noch ein paar Spielstunden jetzt mal mehr habe. Auf jeden Fall, der erste Eindruck war, doch, kann man mal machen. Und um die Wartezeit für Wastelanders noch weiter zu verkürzen natürlich. Und in dem Zusammenhang ist ja das andere Problem, dass ja ein neues Star Wars Spiel kommen wird. Das Star Wars Jedi Fallen Order. Und eieiei, das könnte ein richtiger Kracher werden. Das kommt in 2 Wochen raus, am 15.10., 11. Und
Da bin ich mal gespannt. Ja, ja. Erstmal kommt die neue Serie irgendwann. Picard. Picard. Ja. Ja, jetzt mal gucken. Wie gesagt, mal gucken. Aber Borderlands 3 behalten wir mal im Auge. Ich werde nochmal berichten. Ich habe auch ein neues Spiel. Das war bei mir bei der PC Games mit dran. Das macht echt Spaß. Heißt Windscape. Kann ich empfehlen. Also wer sich die PC Games hier, die aktuelle Ausgabe, da ist Star Wars Jedi Fallen Order vorne groß auf dem Cover drauf und da ist drinne die Vollversion von Windscape. Hat total coole Grafik, so ein nettes Spielchen. Also ich habe da so mal ein bisschen reingespielt. So. Da ist der Steam Key dabei, also müsst ihr auch nicht irgendwie komisch installieren oder so. Könnt ihr bei Steam. Ja. Die Zeitung kostet, warte. Geht, glaube ich, vom Preis her. Ich habe 6,99, ja. Ich habe es ja im Abo. Jo, kann ich empfehlen. Wäre ein nettes Spielchen. Hat so ein bisschen so Zelda-Optik, finde ich. Oh. Ja, ist auch so ein bisschen Märchen. Welches Zelda? Moment. Das aktuelle. Ah ja. Alrighty. So, dann sind wir soweit durch. Also Borderlands 3 werde ich nicht anfangen jetzt erst. Da werde ich mal vielleicht später mal gucken. Ich muss noch ein bisschen looten und leveln bei Fallout. Ja, in der nächsten Rubrik kommen wir jetzt mal so in den allgemeinen Bereich hier rein. Da werde ich mal hier kurz mal einen Trenner machen. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Denn es gab Kommentare, der Martin hatte sich gemeldet. Er sagt, also Terminator hatte leider am Wochenende den schwächsten Deutschlandstart aller Teile. Also aller Terminator-Teile, gerade mal 134.000 Leute in Deutschland. Er meint wohl, das Franchise ist wohl durch. Ja, bei ihm im Kino war es auch nur mäßig gefüllt, im Gegensatz zu Joker. Ja, vielleicht hat auch Joker so, es performt überraschend gut. Ja, ich meine, die haben Terminator extra in einen gewissen Abstand starten lassen, wo sie gedacht haben, okay, da ist bei Joker jeder durch, aber jetzt hält Joker so lange die Kinocharts und das Maleficent und so. Naja, er fand ja Terminator Dark Fate sehr kurzweilig, auch wenn es ein paar unlogische Sachen gab, zum Beispiel ertrinken lassen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was er da jetzt gemeint hat mit ertrinken lassen. Welche Szene er da meint. Ich auch nicht mit. Und das CGI merkte zu deutlich an, da wünscht man sich die hausgemachten Effekte der 90er zurück. Aber da meinst du wahrscheinlich eher beim ersten Teil und nicht beim zweiten Teil. Das war ja schon nicht mehr hausgemacht, das war ja dann schon, ja, Effekt-Orgie. Die Steff hat geschrieben, Official Secrets kam in Reutlingen richtig gut an, 90% gute und sehr gute Votes, hat er die Nummer 5 im Jahresranking. Er hat ihr sehr gut gefallen, auch wenn noch nicht überragend, und sie hat die Grundstimmung an Pine Gap erinnert, diese Serie da, diese australische da. Und jo, der Thomas hat sich mal wieder gemeldet. Der hat nämlich auch bei Fortsetzung Volk kommentiert gehabt und da habe ich ihn nämlich schon gegrüßt gehabt. Da habe ich gesagt, hier, kannst du dich ruhig mal wieder melden hier. Schon gewundert, wo er abgeblieben ist. Ja, er grüßt uns alle und Terminator Dark Fate fand er nicht so gut. Der Film dümpelt ohne Spannung dahin, da wäre mehr drin gewesen. 5 von 10 Punkte. Gemini Man fand er auch durchschnittlich 5 von 10. Joker hingegen ein Meisterwerk mit 9 von 10 Punkten. Ja, können wir uns, glaube ich, soweit anschließen, bis auf Terminator fand ich irgendwie ein bisschen besser als ihr alle. Aber gut. Dann hatten wir aus Versehen mal eine neue Rubrik etabliert, so Musiktipps. Und liebe Hörer, es gibt was Neues. Ich hoffe mal, das funktioniert, dass der Link nicht kaputt ist, wenn ich den hier rein paste dann in den Beitrag. Es gibt eine Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs, genau, weil wir hatten ja beim letzten Mal schon, und die vom letzten Mal sind schon mit dabei. Da ist schon vom Chris Theory of a Dead Man Santa Monica, habe ich mir übrigens auch angehört. Klingt fast so ein bisschen wie dieses, wie heißt das von der Stimmung her? Der Song heißt Blue Jeans and White T-Shirts. Weißt du, was ich meine? Das müsste dir dann eigentlich. Warte mal, Jeans and White T-Shirt. Gaslight Anthem, genau. Ah. Kannst du ja mal checken. Gaslight Anthem, Blue Jeans and White T-Shirts. So stimmungsmäßig sehr ähnlich von dem Song, den du da letztes Mal gepostet hast. Und wir haben jetzt wieder 3 neue Songs für euch, die wir auf die Playlist packen. Kate, was hast du ausgesucht? Ich habe vom neuen Album von Taylor Swift den Song The Man ausgesucht. Dann werde ich gleich mal hier Taylor Swift. The Man. Genau. Swift. The Man. Da ist es. Jawohl.
Live in der Sendung machst du es. Ja, das mache ich jetzt sofort, sonst vergesse ich das. Kinocast-Songs, so. Chris, was hast du? Dann, okay, also ich dachte, wir machen ganze Bands, deswegen habe ich gerade noch raussuchen müssen. Ja. Ich habe von Stand Atlantic, einer Pop-Punk-Band aus Australien, aus Sydney, Australia, einer noch recht jungen Band, habe ich Skinny Dipping. Atlantic, Skinny. Ist das was Versautes? Nein, das ist echt coole Mucke. Nein, ich meine, Skinny Dipping klingt so, das ist so eine ganze LP. Es gibt den Song Skinny Dipping hier, auch. Ja, sag. Doch, genau. Die LP, das Album heißt auch so. Nee, normal, aber vorhin hat er es mir immer markiert, den Song. Aber jetzt hat er mir die ganze LP und, aber die ist doch halbnackt da drin. Das hat doch irgendwas Versautes. Ja, ich merke schon, Chris, ich merke schon. Ich merke schon, dir gefällt. Wir müssen hier noch einen Explicit Tag an die Kinocast-Song-Playlist setzen. Nee, ich habe was reingepackt. Das höre ich immer wieder gerne, seitdem ich es im Urlaub gehört habe, von Maître Gims. Ein Shootingstar aus Frankreich, der Rap macht hier in Deutschland. Auch mit einem Song, glaube ich, bekannt geworden. Mehr oder weniger. Der hat einen Song rausgebracht, der heißt Miami Vice. Und ist so eine 80er-Jahre-Mischung aus irgendwie gefühlt Laura Branigan, Self-Control, irgendwelchen Jan Hammer-Songs und sowas. Das Video ist saugeil. Und der Song fetzt auch irgendwie. Miami Vice ist schon drauf auf der Playlist. Also, könnt ihr folgen. Ich bin doch nur daran, dass es da um Miami geht. Nee, Maître Gims, der ist cool. Ja, da habe ich damals schon. Kombination halt. Ich wollte auch hier hingehen, der war nämlich im LKA Longhorn ist er aufgetreten, aber der hat ja einen Betrag aufgerufen, wo ich dachte, wow, ey, puh. Also da habe ich gedacht, nee, das ist mir nicht wert. Also das war mir echt zu teuer für so ein kleines Clubkonzert, da irgendwie so 80 Euro oder so, was der haben wollte. Pff, dachte ich, nee, das ist mir echt zu viel. Miami weiß Bescheid. Metrisches. So, Musiktipps, hört da rein, liebe Hörer. Und dann habt ihr noch was, wenn ihr fertig seid hier mit dem Kinocast-Podcast, könnt ihr einfach Spotify-Playlist, unsere Vibes weiter spüren hier. Da sind handverlesene Songs von uns für euch dabei. Und wenn ich richtig gezählt habe, genau 5. Momentan 5, aber Tendenz steigend. Ja. Und wo hast du das rein? Also ich bei Spotify. Ja, wenn ich es bei Spotify Kinocast eingibt, kommt immer noch Podcast. Kinocast Songs heißt die Playlist. Kinocast Playlist. Songs. Keine Suchergebnissen. Das ist das Schöne. Ich tue nachher den Link mit rein. Ja. Du musst es auch teilen. Ne? Du musst, ja, ich tue es mit in die Shownotes mit rein. Ich hoffe mal, das funktioniert, weil ich habe das hier über Export und so. Jo, dann sind wir eigentlich soweit durch für heute hier. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann schreibt uns einfach entweder einen Kommentar auf kinocast.net. Ihr könnt uns auch mal wieder eine iTunes-Rezension dalassen. Habe ich letztens gesehen, da war sogar aus 2019 wieder was da. Rufe ich bloß jetzt nicht auf, mache ich vielleicht fürs nächste Mal. Ansonsten E-Mails an die Kate, kate@kinocast.net, chris@kinocast.net und eric@kinocast.net. Nee, den gibt's nicht. Jo, dann ihr könnt es auch supporten, wenn ihr sagt, oh, das ist ganz cool, was die da so treiben. Und dann geht ihr einfach auf kinocast.net ganz oben unter Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr diverse Möglichkeiten. Aktuell geht Patreon am besten so für die Unterstützung. Haben auch einige genutzt. Vielen Dank an euch alle, die ihr uns da unterstützt. Und ansonsten schauen wir mal, was morgen im Kino läuft und was die nächste Woche so bringt an Kinofilmen und Serien und Trailern. Hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.